Und seid ihr noch alle fit? Oh, naja, wirklich überzeugend klingt das nicht. Und seid ihr noch alle fit? Das ist meine Bühne, wunderbar. Freue mich sehr, dass ich Günther Zamfeld ankündigen darf, ein österreichischer Architekt und ehemals Universitätsprofessor, der 1967 die Künstlergruppe, Haus Rucker. Entschuldigung, Haus Rucker & Co. gegründet hatte. Er hat auch dreimal an der Documenta teilgenommen und er wird uns heute mitnehmen in die Denkweisen evolutionär denkender Architekten, in die utopischen Momente im urbanen Feld. The City of the Future. Proudly present. Ja. Geht euch. Ja, vielleicht noch ergänzend, Sie haben ja den Namen dieses Teams gehört, Haus Rucker Co. Da waren natürlich nicht nur ich dabei, sondern auch Lauritz Ortner, Klaus Pinter und 1971 ist dann Manfred Ortner noch dazugekommen. Ja, was war das für eine Zeit? In Wien 1967, gerade fertig mit dem Studium. Wien war damals eine sehr historisierende Kulisse, die uns mörderisch auf den Nerv ging. Und wir hatten dann unbedingt das Bedürfnis, dagegen was zu machen. Und einer der ersten Gründe war, dass man also ein Team gründet direkt nach dem Studium und sich dann eben sehr viel in der Öffentlichkeit zeigt. Das sind die drei Gründungsmitglieder, Lauritz Ortner, Sam Kelb und Klaus Pinter mit den sogenannten Environment Transformern, die zwei Aspekte verfolgen. Das eine ist optisch-akustisch die Umwelt, also das Sichtfeld und das Hörfeld, das einen umgibt, zu verändern, damit man dem mehr Aufmerksamkeit spendet. Der andere Aspekt war natürlich, dass wir durchaus unter dem Einfluss der aufkommenden Mondlandung im Jahr 1969 gestanden haben und da eben auch Helme gemacht haben, die aber eben nicht zur Kommunikation mit dem Weltraum produziert wurden, sondern eben zur Interaktion, Kommunikation mit dem Umfeld, in dem man lebt. Vielleicht da noch ein Aspekt, der ganz interessant ist. Georges Méliès hat ja auf der Geschichte von Jules Verne, De la Terre à la Lune, einen Film gedreht im Jahr 1902 und es ist in 69, also 67 Jahre später ist dieser utopische Film Realität geworden. Das heißt also, Utopie ist eigentlich eine Grundlage, um neue Bereiche zu erschließen. Und das hatten wir damals gemacht. Wie gesagt, bei diesen Helmen ging es um Kommunikation mit der Umwelt. Und Kommunikation zwischen den Menschen war dann ein weiterer Aspekt, zum Beispiel hier der sogenannte Mind Expander, der eigentlich das erste Objekt des sogenannten Mind Expanding Programs war, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Beziehung zwischen Menschen zu aktivieren, zu stimulieren. Einerseits, andererseits war die Idee, dass man gegen die damalige bewusstseinserweiternde Tendenz mit Drogen ankämpft und sagt, wir als Architekten sind der Meinung, dass man auch mit Räumen Bewusstsein erweitern kann. Deswegen kam es also zu diesen eher ungewöhnlichen, Aufmerksamkeit erregenden Objekten, wie eben diesen Mind Expander, wo man zu zweit in einem speziellen Raum,
der dann auch noch sehr farbig war, wenn Sie sich diese Kuppel vorstellen, in dem akustische Elemente natürlich noch mitgespielt haben und auch Lichtinszenierungen in einer gewissen Intimität miteinander kommunizierte. Das erste Objekt aber, mit dem wir an die Öffentlichkeit getreten waren, war der Ballon für zwei, bezeichnenderweise in der Apollogasse in Wien im 7. Gemeindebezirk, im Hinblick darauf, dass wir ja mit dem Apollo-Programm der NASA sehr stark uns auseinandergesetzt hatten oder konfrontiert waren. Wir haben das verstanden als die Geburt einer neuen Architektur. Was war es? Es war eine pneumatische Konstruktion, die aus einem Atelierfenster eines Gründerzeitbaus herauskam und sich vor der Fassade entfaltete. Drinnen saßen wiederum zwei Menschen, in dem Fall eine Frau und ein Mann. Es hat auch eine Verlobung da drinnen gegeben. Also das war halt so die Überlegung, dass man auch mit zwei Aspekten hier Kommunikation stimuliert. Das eine ist sicher die Sonderbarkeit dieses Ballons, der ja mit Kraftlinien beklebt war und auch hier eine gewisse Irritation in der Wahrnehmung des Umfeldes erzeugt hat. Das andere war natürlich auch der Aspekt der Gefahr, dass man da 10 Meter über dem Boden schwebt, ist sicher auch möglicherweise kontaktfördernd. Das war also noch einmal, hier sehen Sie die beiden Personen wesentlich besser und das Ganze war also immer sehr colorful, also sehr farbenfreudig, auch mit einer gewissen Selbstbewusstsein. HRC, das war also damals Haus Rucker Co., die verkürzte Form des Gruppennamens. Es ging dann weiter mit einem Projekt, das Gelbes Herz hieß. Warum Gelbes Herz? Das war im Jahr 1968, da hatte also Christian Barnard die erste Herztransplantation in Südafrika gemacht. Und hier ging es eigentlich um einen meditativen Raum. Das heißt, Gefahr war wieder ausgeschlossen. Das Objekt ist eigentlich ohne Stativ nicht denkbar. Und auch da waren also wieder zwei Menschen, aber die drinnen liegen konnten. Und das Objekt selbst atmete in langsamem Rhythmus, wiederum mit einem Gebläse versehen und einer Steuerung, erweiterte und verkleinerte sich der Innenraum in einem bestimmten Rhythmus und es hatte sicher meditative Züge, wie man da drin leicht im leichten Schweben und Bewegen dieses Stativs miteinander eben zusammen war. Wichtig ist auch der Aspekt der ersten Präsentation. Also es war hier in einer Baugrube am Ring, auf der Ringstraße in Wien, das war das Polizeipräsidium, aber das hatte also für uns keine Bedeutung. Wesentlich war, dass es sich hier um ein entstehendes Bauwerk handelte und dass wir da hinein kleine, schmetterlingartige Figur hineinsetzen und mehr oder weniger den Kontrapunkt zum üblichen Baugeschehen klar machen. Dieses Objekt hätte natürlich auch im Weltraum schweben können. Es ist ja, hat ja eigentlich keinen Fuß. Da kommt das Herzthema ziemlich klar heraus, weil da eine Verbindung zu den drei Schöpfern sozusagen besteht und man da ähnlich wie eben in einem Hospital an einen Apparat angeschlossen war.
In seinem Buch über Schäume beschreibt ja Peter Sloterdijk das moderne Apartment als atomare Weltblase oder egosphärische Form, folglich als zellulare Weltblase noch einmal aus, der durch massenhafte Wiederholung individualistische Schäume entstehen. Das heißt, Sloterdijk sagt, dass jeder Mensch eigentlich für sich leben will, zumindest ist es heute so. Wir haben also eine Art Schaum konstruiert im Jahre 1967, 68 mit einer Wohnformation, wo wir das einzelne Objekt Pneumakosen genannt haben, also wiederum das pneumatische Element, eine luftgetragene Konstruktion, die aber nicht für ein oder zwei Personen war, sondern für circa 10 bis 15. Das war also ein großer, in der Kugelsohle befindlicher Wohnraum und dann an dieser zentralen, horizontal ins Innere der Kugel hineingehenden Konstruktion gab es dann verschiedene Zellen, in die man sich allein oder in Gruppen zurückziehen konnte. Sie sehen auf der rechten Seite die Konstruktionszeichnung. Die Idee war, dass an diesen zwei Würfeln mehr oder weniger Kontaktpunkte bestehen, in die man unterschiedliche Funktionen einsetzen kann aus einem Baukasten heraus. Das heißt also, dass da eine gewisse Individualisierung im Innenraum stattgefunden hätte. Das ist also noch einmal dieses ursprüngliche Modell, das heute im Frac Center in Orléans sich befindet. Und wiederum das Thema Schaum am Schluss dieses Projektes, das da auf der Madison Avenue aus einer bestehenden Struktur heraus wächst und eine Erweiterung der Wohnsituation darstellt. Ein ähnliches Projekt hat David Green 1966 von Archie Graham gemacht, in dem er allerdings noch einen Schritt weiter geht und sagt, dass diese einzelnen Kapseln auch wieder mobil sind, dass man sie herunterlassen kann, auf Räder stellen kann und mit seinem Haus weiter fahren kann. Das heißt also ein Art Wohnwagenprinzip, das eben aber ziemlich in der damaligen Zeit wieder sehr stark von der Weltraumtechnologie beeinflusst war. Noch einmal Zusammenfassung des Mind Expanding Program. Sie sehen also ganz oben der Raum über dem Kopf, der Raum über dem Kopf von zwei Menschen, das sitzende Paar in einem Raum liegend und dann die Kommune oder die Gruppe von 10 bis 15 Leuten, die da drinnen wohnt. Das war also so das Mind Expanding Program, was wir als erstes damals entwickelt hatten. Man kann jetzt diese pneumatischen Konstruktionen natürlich weiterführen. Hier ist es zum Beispiel über dem Mont Saint-Michel mit einer Schlafposition und einer Tagesposition. Oder aber hat auch Buckminster Fuller Anfang der 60er Jahre ja schon den Vorschlag, sehr optimistisch und fortschrittlich gemacht, Midtown Manhattan mit einer Kuppel zu überziehen. Das dürfte Ihnen bekannt sein, das ist ja Under the Dome, diese Fernsehserie, die ich mir nicht angeschaut habe. Und das ist also jetzt unser Beitrag zu diesem Thema. Das war eine Kuppel in einem Park eines ehemaligen Wohnhauses, das Mies van der Rohe im Jahr 1928 als Heim eines Seidenwebereidirektors angefertigt hatte und das also dann
unter Paul Wember zu einem Kunst- und Experimentalmuseum in Krefeld, das sogenannte Haus Lange, umfunktioniert wurde. Sie sehen, wir haben das Haus in eine Traglufthalle gestellt, unter dem Aspekt, dass eben die zunehmende Luftverschmutzung, die Pollution, so stark wird, dass man wieder individualistische Bereiche schaffen muss, die dann voll klimatisiert mit gesäuberter Luft und anderen Aspekten, zum Beispiel künstliche Natursimulationen etc. ausgestattet war. Sie sehen also hier zum Beispiel, dass sich die Bäume bei Sonnenschein auf dieser transluzenten Haut abgebildet haben. Es war ein sehr schöner Kontrast zwischen den Backsteinbauten und der sehr transluzenten Außenhaut. Es war insofern faszinierend, als draußen Winter war und durch die Heizung im inneren Umfeld die Rosen zu blühen begannen und die künstlichen Vogelstimmen haben oder das Windrauschen haben, also eine Atmosphäre von äußerster Künstlichkeit erzeugt, die die Menschen eigentlich von der ästhetischen Seite weniger beeindruckt hat, sondern durchaus den Effekt dieses dystopischen, des Negativen in den Besuchern der Ausstellung erzeugt hat. Das ist also noch einmal dieser Grundriss aus Draufsicht, das Haus in der Halle und die rechtwinklige Traglufthalle. Vielleicht noch ein Objekt, das im Inneren ausgestellt war, das war das sogenannte Klima 2, das war das Atmen, war dem Atmen gewidmet. Die Idee war, dass man halt auf der Straße geht und wenn man Bedarf an Sauerstoff oder Frischluft hatte, gab es Stationen, wo man dann seinen Kopf reinstecken konnte und frische Luft tanken kann. Es ist natürlich in gewisser Weise auch hier wieder ein ähnlicher Effekt, wie es schon bei Méliès war, dass sich eben diese Dystopie konkretisiert hat. In Peking zum Beispiel wird jetzt nachgedacht, dass man eben innerstädtisch Hofbereiche überdacht und mit reiner Luft versieht, damit die Menschen dann in diesem Fog oder Sand oder was es auch immer ist, oder in dieser polluteten, verschmutzten Luft wieder Energie aufnehmen können. In der Folge dieses Konzeptes sind dann eine Reihe von Zeichnungen entstanden, unter anderem ganz die vielleicht erste in der Richtung war die sogenannte Rooftop Garden am Broadway on Broome Street in Soho, das war 1971. Vielleicht interessant für Sie, dass wir im 10. Stock unser Atelier hatten und dann die Idee daher kam, dass man also immer am Abend auf das Dach ging, um dort sich den Sonnenuntergang anzuschauen und vielleicht auch was zu trinken. Und da war es also schon klar, dass irgendwann diese Rooftop-Szenerie über den Dächern von New York aktiviert werden wird. Das heißt, dass da irgendwann alle rechtlichen und technischen Probleme gelöst sein werden, dass man dann eben auf den Dächern eine völlig neue Struktur von Leben, vielleicht von Freizeit entwickeln kann. Und das ist ja auch heute wieder durchaus ein Thema, das jetzt geschieht. Es gibt ja auch das Buch Through the Roof, in dem also dann diese Dachlandschaften, die jetzt entstanden sind, aktiviert, also gezeigt werden. Ja, weiteres war dann die sogenannte Palm Tree Island über der Triborough Bridge. Also es war natürlich in New York ein idealer Ort, um hier solche künstlichen Implantate zu machen, wie da auf der
auf der Broadway Bridge eine Fresh Air Reservation. Endpunkt dieser Entwicklung war dann die Oase Nummer 7 auf der Documenta 5. Ja, das war 1972. Die hatte ja damals ein sehr viel Aufhebens erweckt. Das Wesentliche dabei ist eigentlich, dass wir da ein synthetisches Reservat erzeugt haben am Friedrichianum. Kennen vielleicht den Friedrichsplatz, in dem eine naturimitierende Idylle implantiert war. Man konnte also durch einen Ausgang aus dem Inneren in diese Kugel hineingehen und hatte dann vor sich diesen Traum von Natur und Ferne und war aber zugleich dann doch wieder von der Urbanität des Friedrichsplatzes eingefangen. Das Statement war eben, dass die Städter sich gefälligst mit der Stadt auseinandersetzen sollen und die Stadt als Lebensraum akzeptieren sollen und nicht immer von irgendwelchen Bereichen träumen, die eigentlich nicht ihren Lebensraum darstellen. Ja, diese Oase Nummer 7 ist noch zweimal präsentiert worden, einmal im Victoria und Albert Museum anlässlich der Ausstellung Cold War Modernism und anlässlich der Ausstellung Klimakapseln im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Wir haben uns dann weiter bewegt in eine Richtung, die von der Empfindlichkeit der Objekte abgerückt ist und eben mehr in einen Bereich, der sich mit dem Zwischenraum der Stadt auseinandersetzt, geführt hat. Unter anderem war das also dann ein Big Piano, wie es hieß, eine Treppe, wo jede Stufe einen bestimmten Ton erzeugt, wenn man darauf tritt. Und man kommt oben in eine Wolke, die möglicherweise temporär erscheint und wieder verschwindet. Diese Wolke ist natürlich zum Beispiel dann von Dylan Scofidio in einer Ausstellung in der Schweiz auch gemacht worden und ja, ist an sich ein, wie ich meine, relativ gutes Projekt. Das zweite Objekt auf der Documenta war der sogenannte Rahmenbau, der heute noch steht an der Grenze von Friedrichsplatz zur Aue. Also das ist also die Situation damals. Heute steht hier die Documenta-Halle auf der von innen aus linken Seite. Ein Rahmen zur Beobachtung von Landschaft, wobei man über einen Steg weiter nach vorne gehen kann, um durch einen kleinen Rahmen vorne zu schauen und das Bild einzuengen und man dadurch aber Teil des großen Rahmens wird, was also ein Statement war, dass eben die Menschen Teil der Landschaft sind, dass es ohne Menschen Landschaft oder zumindest die Kulturlandschaft, die wir ja im Hintergrund sehen, nicht gibt. Das ist also der Gegenschuss von unten aus der Aue hinauf. Sie sehen also an diesem Arm, wie dieser kleine Rahmen dran hängt. Ja, und es gibt ja von Oma ein wesentlich monumentaleres und größeres Teil, wo auch schon versucht worden ist, offensichtlich den Rahmen ja zu einem räumlichen Gebilde zu machen. Das heißt also, es liegt nahe, dass das Fernsehen und das Bilderschauen hier noch einmal dokumentiert wird. Aber es ist auch meines Erachtens schon ein Hinweis darauf, dass auch Bilder Räume formen, zumindest in unserem Kopf, die
unsere Wahrnehmung stark bestimmen. Es gibt dann noch eine Zeichnung von 1976, die heißt Der Weg nach Lilliput, und da ist erstmals eigentlich ein Konzept angedeutet, das sich mit der Fragmentierung unserer Wahrnehmung auseinandersetzt. Das heißt, unsere Wahrnehmung besteht in vielen Teilen aus Bildern oder aus einzelnen Bildern, die hintereinander kommen. Und das ist dann, habe ich im Jahr 2000 auch einmal in die Realität umgesetzt, und zwar anlässlich einer Einladung für ein exterritoriales Projekt der Expo in Hannover. Das ist der sogenannte Jahrtausendblick, wo 10 Rahmen hintereinander geschoben sind und einen Raum bilden. Und man kann also, dieser Raum ist auch so zu verstehen, dass ich mich da drinnen aufhalten kann und dass ich mehr oder weniger Bilder ja keine unabhängig von Gravitation sind, und insofern ist da auch der Boden dieser Aussichtsplattform transparent, also es ist ein Rost, der eigentlich nicht da sein soll. Man sollte in dieser Serie von Räumen, von Rahmen eigentlich schwerelos schweben. Gehen wir noch einmal zu diesem Motiv zurück, das metaphorische Element für die Fragmentierung der Wahrnehmung ist. Und das hat mich dann zu dieser Montage geleitet, dass man eine zum Raum gestaltete terrestrische urbane Situation entstehen lässt, die wiederum von Gravitation befreit im Weltraum schwebt. Das war's. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, dann komme ich mit dem Mikrofon gern. Die utopischen Momente im urbanen Feld. Alle denken nach und haben aber keine konkrete Frage, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, dann dürfen Sie sich verdientermaßen jetzt... da ist eine Frage, wunderbar. Vielleicht. Wir haben die Utopien der 60er und 70er Jahre gesehen. Gibt es heute noch Utopien oder ist das vorbei? Ich bin der Meinung, dass die Utopie wieder verstärkt im Kommen ist. Erstens haben wir, also Haus Ricker hat ja letztens im Haus am Walze eine Ausstellung gemacht, wo sich Frau Blomberg als Leiterin zu dem Titel durchgerungen hat, Architectural Utopie Reloaded. Also es ist meines Erachtens auch wieder an der Zeit, Utopien auch ins Spiel zu bringen, obwohl die sozialen und politischen Probleme sicher wesentlich dominanter sind, sollte man die kreativen Facetten nicht ganz unter den Tisch kehren. Insofern glaube ich auch, dass das Thema jetzt wieder hochkommt, auch im Walker Art Center
in Minneapolis wird in Kürze eine Ausstellung laufen, Hippie Realism, die sich auch sehr stark mit den Utopien dieser Zeit einmal auseinandersetzt. Und vielleicht ist das ja eine Initialzündung für Sie alle, auch einmal in diesen Kategorien wieder mal was zu denken. Ein Aufruf zu Utopien, wunderbar. Ja, da schließt meine Frage auch so ein bisschen dran an. Im Begriff Utopie steckt ja eigentlich immer so ein bisschen was Unerreichbares drin. Wie hoffen Sie denn, dass aus den Projekten, von denen Sie uns jetzt auch welche gezeigt haben, dann doch wieder so Übergänge in die Wirklichkeit stattfinden? Naja, sie finden irgendwie statt. Also zum Beispiel dieser Jahrtausendblick ist ja eigentlich ein Zusammenspiel von dem Rahmenbau, nur weitergedacht, eben nicht mehr Beobachtung von Landschaft, sondern Fragmentierung der Wahrnehmung und dieser Treppe mit den musikerzeugenden Stufen. Und ich meine, man muss halt immer an diesen Sachen weiterbauen. Es geht ja auch vor allem darum, dass man den Aspekt der Metapher nicht ganz unter den Tisch fällen lässt, dass nicht nur die Funktion im Vordergrund steht, sondern auch vielleicht Bedeutung. Und zum Beispiel habe ich ja mit Julius Kraus und Arno Brandlhuber im Neandertal das Museum gebaut, das eigentlich ein Modell einer gesellschaftlichen Entwicklung ist, das dann tangential in irgendeine ungewisse Zukunft geht. Also ich meine, man sollte da schon auch wieder Inhalte ins Spiel bringen, die nicht nur funktional und sozial und politisch sind. Das ist natürlich, Wien ist nicht sehr politisch und das ist, habe ich mir, obwohl ich jetzt schon 40 Jahre hier lebe, doch bewahrt. Das Artistische, dass mir das wichtig ist. Meine Frage schließt dann interessanterweise auch direkt dran an. Wenn man sich jetzt anschaut, was Sie so gemacht haben und sich anschaut, wie heute in der Gegenwart diese Rahmen auftauchen, nämlich in jedem mittelmäßigen Stadtpark oder bei scheiternden Bauprojekten, also diese beiden Beispiele, die ich jetzt nenne, ist einmal der Park Sanssouci in Potsdam, wo solche roten Rahmen aufgestellt werden, um den Blick des Parkbesuchers zu lenken. Mhm. Und in Stuttgart 21 ist eben auch so ein Rahmen, der zeigen soll, was dort architektonisch entsteht innerhalb von jetzt 10 Jahren. Elbphilharmonie ist das gleiche Spiel, auch ein Rahmen, der zeigen soll, wo etwas entsteht. Und meine Frage ist da direkt an Sie, wie bewerten Sie diesen utopischen Gedanken, den Sie in den 60er, 70er Jahren hatten und dem, was heute in der quasi Anwendung daraus geworden ist? Naja, sagen wir, es ist natürlich, das Rahmenthema ist natürlich sehr delikat. Es hat einen inflationären Charakter und dann gibt es aber diesen Aspekt, dass man das trotzdem macht und man sagt, okay, ich mache den groß und ich stelle ihn an eine bestimmte Position und ich ergänze den eben mit einem zweiten und mache daraus was anderes als so einen platten Rahmen. Ich kann nicht sehen, dass das irgendeine Verbindung ist, weil der Rahmen war ja vor dem Rahmenbau schon da. Und ich glaube, da in diesem Fall ist es ganz essentiell, den städtebaulichen Aspekt zu verfolgen, nämlich dass der Rahmen in die Aue ausfließenden Friedrichsplatz etwas begrenzt und dass, sagen wir, hier natürlich eine Landschaft in 3D und in Realität dahinter steht, die ich schaue. Und es ist nicht so wie bei Caspar David Friedrich, dass ich das male und es ist 2D oder im Fernsehen oder im Schirm ist alles zweidimensional. Es geht eigentlich darum, dass das in dem Fall eben eine Konstellation ist, die vielleicht Einfluss hat, aber ich glaube nicht, dass dieser Rahmen das bewirkt hat, was in Stuttgart oder in Potsdam passiert. Das glaube ich nicht.
weil das ist einfach, es ist ja ein historisches Element, das uns zumindest in Europa immer begleitet hat. Ja, da hebt sich noch ein Arm. Wunderbar. Ich beschäftige mich gerade auch mit relativ dystopischen Objekten und im besten Falle erschafft man ja sehr starke assoziative Bilder damit und ich frage mich gerade, wie sehr ich das diskursiv oder theoretisch begleiten wollte oder ob ich da den Kopf der Rezipienten quasi freien Lauf lassen würde. Deswegen würde ich gerne wissen, wie Sie das angegangen sind, ob Sie da viel drumherum gebaut haben oder einfach die Bilder für sich stehen lassen. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Haben Sie da viel Theorie rumgebaut oder haben Sie einfach die Objekte erschaffen? Und naja, die Theorie ergibt sich ja doch aus den Objekten, dass man sich mit der Stadt auseinandersetzt und eigentlich sind die Objekte das Ergebnis dessen, was man so aus der Stadt herauszieht und aus der Aktualität einer persönlichen Situation, und dann sind es natürlich Erfindungen, die aber immer auf die Stadt bezogen sind. Und es gibt natürlich auch Theorie, aber ich hoffe, dass ich ein bisschen was von der Theorie auch vermittelt habe. Es gibt einiges, was Sie lesen könnten. Ja, die Stadt als Impuls für kreatives Denken und für Utopien, so wie ich es verstanden habe, spricht mir zumindest sehr aus der Seele. Geht raus und utopisiert euch und vergesst die Kunst nicht. Ich bedanke mich sehr herzlich und bitte einen warmen Applaus für Herrn Günther Zamfeld. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Herzlichen Dank.